Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Ich befinde mich heute im Naturpark Hohendauern. Mit mir ist das Canon Topmodell, die R3. Welche Motive ich hier finde, das sehen wir uns in Kürze an. Wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Viel Spaß! In diesem Video geht es um keinen Review der R3, sondern ich möchte sie einfach in der Praxis etwas austesten. Die Bilder, die ich einblende, sind ausschließlich von der R3. Die R3 ist, wie gesagt, das Canon Topmodell der spiegellosen Systemkameras und es ist, wenn man so will, die einzige Profikamera von Canon. Die R5 hat ebenfalls profihafte Ansätze. Nur ist bei der R3 zum Beispiel sogar der Staub- und der Spritzwasserschutz wesentlich besser ausgeprägt. Die Canon EOS R3 ist natürlich ein Riesenklopper, hat einen Hochformatgriff, ist aber trotzdem erstaunlich leicht, das glaubt man kaum. Das Spiegelreflex-Topmodell, die 1DX, ist hier wesentlich schwerer. Die Kamera wiegt ungefähr 1 Kilo, aber man merkt es kaum. Und was besonders toll ist, das Gehäuse liegt extrem gut in der Hand, ob man die Kamera jetzt im Hochformat oder auch im Querformat verwendet. Des Weiteren hat die Kamera hier ein Finish, ein Lederfinish, das wirklich total toll ausschaut und einen tollen Grip gibt. Also wenn man es in die Hand nimmt, dann weiß man, ergonomisch und haptisch ist man hervorragend aufgestellt. So wie immer in letzter Zeit bin ich wieder um die Mittagszeit hier. Es gibt ein traumhaftes Ambiente, aber zum Fotografieren ist es noch nicht ideal. Ich werde einige Stunden bleiben, um danach eine andere Stimmung zu haben. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt Fotos machen. Ich werde die Canon EOS R3 auch testen, betreffend Dynamikumfang und Lowlight-Fähigkeiten hat sie sowieso. Die brauche ich jetzt am helllichten Tag natürlich nicht auszuprobieren. Aber dieses wunderbare Ambiente und die Farbgebung von Canon ist sowieso traumhaft. So, gehen wir es an. Hier vorne ist ein kleiner Baumstumpf, den möchte ich im Vordergrund halten und dann hinaus auf den See fotografieren und auch den Berg mit einfangen. Ich werde jetzt ein paar Fotos machen. Canon EOS R3 ist konzipiert als Sportkamera, wo Geschwindigkeiten eine große Rolle spielen. Sie schafft 30 Bilder pro Sekunde. Der Autofokus ist wirklich blitzschnell, kennt Vögel, Menschen, Autos, Flugzeuge und so weiter. Also eine echte Actionkamera für Sport, für Wildlife und so weiter. Aber die Leute stellen sich oft die Frage, Canon EOS R3 als Landschaftsfotografiekamera mit 24 Millionen Pixel,
kann man da überhaupt fotografieren, da kann man nicht croppen, da bekommt man nie ein gescheites Foto. Absoluter Blödsinn. Aus meiner Sicht sind 24 Millionen Pixel auch genug für die Landschaftsfotografie. Ich verweise wieder mal auf den von mir oft genannten Michael Martin, der fotografierte ja oder fotografiert mit einer Nikon D5 und die hat bekanntlich 20 Millionen Pixel. Der war weltweit unterwegs. Noch nie, sagte er, hat die Qualität daran gemangelt, dass die Kamera zu wenig Megapixel hat. Viel wichtiger als Megapixel ist der Dynamikumfang, nämlich die Fähigkeit einer Kamera, unterschiedliche Helligkeitsstufen einzufangen. Der Dynamikumfang ist bei der R3 wirklich top. So, ich habe das Tele jetzt an meine Kamera angeschnallt, das 70 bis 200. Ich werde jetzt hier hinaus fotografieren. Da drüben gibt es nämlich ein Boot. Das Wasser ist jetzt wunderbar türkis, es schaut wirklich toll aus. Und das Boot möchte ich jetzt mit dem Tele einfangen und dabei etwas schon die leicht herbstliche Stimmung des Waldes. Ich werde hier einen ND64-Filter aufspannen, denn es ist sehr, sehr hell um die Mittagszeit und auch einen Polfilter, damit ich die Reflexionen aus dem Wasser nehmen kann. Leider Gottes ist sehr viel Licht und Schatten. Die Zeit ist äußerst schlecht, das muss man einfach anmerken. Aber da bin ich selber schuld. Ja, jetzt werde ich hier die nächste Aufnahme machen, hier hinaus auf dieses Boot. Langsam zieht der Herbst ein. Die Wälder werden langsam herbstlich. Es gibt wunderbare Farben. In ein, zwei Wochen ist das sicher top, aber auch heute schon recht angenehm. Jetzt werde ich meine Runde hier fortsetzen. Ich habe jetzt nun schon ein erstes Motiv gefunden, was vielleicht schon als Herbstmotiv durchgeht. Hier diese Bank eingebettet in diesen leicht herbstlich gefärbten Wald. Ich werde hier hinüber fotografieren. Ich werde die Blende auf 11 stellen. Blende 11. Und habe hier 8 Sekunden. Ich werde hier etwas die Wasserwaage ausrichten, seitlich etwas das Wasser hier drinnen lassen und diese Wurzeln im Vordergrund dieser Bank und go! Thank you.
werde mich nun auf diesem Wege von euch verabschieden und wieder die Heimreise antreten. Ich war heute unterwegs mit der Canon EOS R3 und ich denke, ich habe euch gezeigt, dass diese Kamera für die Landschaftsfotografie hervorragend geeignet ist. Der Dynamikumfang ist top und 24 Millionen Pixel sind wirklich ausreichend. Natürlich wollen die einzelnen Hersteller Geschäft machen mit Megapixel, aber das ist eben so. Ich wünsche euch auf diesem Wege gut Licht, passt gut auf euch auf, ciao Papa, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Arrivederci.